Das Jahr 22 neigt sich dem Ende und ein neues Jahr beginnt. Aber das so neue Jahr wird uns nicht viel Besseres bringen. Was haben Rinder und Kinder gemeinsam? Es gibt EU-Beschlüsse, die für die Rinder im nächsten Jahr ziehen werden, sodass wir weniger helfen können, weil wir dürfen nur noch behandeln, wie es im Beipackzettel steht. Die tierärztliche Kunst ist abgeschaltet. Und bei den Kindern? Bei den Kindern, das hat mich total enttäuscht, ist es so, dass alle Medizinprodukte alle 5 Jahre neu zugelassen werden müssen in der EU. Das heißt, für die ganz kleinen Säuglinge, die einen Herzfehler haben, gibt es keine Herzkatheter mehr. Sie müssen leiden, bis sie entweder älter sind oder sterben. Und genauso ist das bei den Rindern. Wenn wir nicht die Vernunft endlich einziehen lassen, und das ist an der Vernunft zweifelt, das hat mir ein Telefonat mit meinem Doktorvater, Professor Dr. H.C. Mult, bestätigt. Der prämierte Doktorarbeiten zur stressfreien Haltung von Schweinen durchführen hat lassen, wendet sich ans Landwirtschaftsministerium in 2021 und hat bis heute noch nicht einmal den Posteingang bestätigt bekommen. Es ist das Fachwissen abgemeldet. Es herrscht nur noch die Ideologie und Demagogen an der Spitze unserer Regierung. Schade für die Tiere, schade für die Kinder. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es unmöglich ist, ein Großraumflugzeug zu dem Transporteur von Fiebersäften von Kindern zu schicken, der das herstellt, und das für die Kinder reinzuholen. Nein, das geht nicht. Ich wünsche allen für 2023 Gesundheit, Glück und Frieden. Und ich weiß, dass wir auch im nächsten Jahr uns an das Wort von Sophie Scholl erinnern werden. Die sprach: Das größte Verbrechen ist das, dass alle wissen, dass das, was passiert, verkehrt ist. Keiner unternimmt was dagegen und alle schweigen dazu. Wir nicht. Danke.